Mein Name ist Moritz Neumann. Wir haben im März 2019 gegründet. Unsere kleine Weinbar direkt am Wetzlarer Eisenmarkt. Und das Besondere für uns oder an uns ist eigentlich, dass wir über 100 Weine im Sortiment haben, eine schöne, breite Auswahl an Spirituosen und kleine regionale Speisen, die durch die Wetzlarer Altstadt führen. Unsere Bar ist eigentlich als Pendant zu unserem Weingeschäft oder unserem Hi-Fi- und Weingeschäft gedacht, um die Weine einfach mal zu zeigen. Die Frage, warum wir in Wetzlar gegründet haben, ist eigentlich relativ schnell beantwortet. Das, was wir hier machen mit der Auswahl an Weinen, das gibt's hier so nicht. Wir bieten besondere Dinge an, aber ich will nicht zwingend das Besondere anbieten, sondern ich will den Leuten auch begreifbar machen, dass Wein was ganz alltäglich ist, ist was Schönes, um den kurzen Moment zu genießen und den kleinen Moment zu genießen, genauso wie es das gute Bier auch mal tut oder einfach ein gutes Stück Brot. Alles muss schnell gehen heutzutage. Es wird der Rohling aufgebacken, anstatt einen Sauerteig anständig gehen zu lassen. Und da treten wir auf und sagen, okay, wir fallen ein bisschen aus der Reihe und bieten mal wieder was an, was sowohl geschmacklich als auch, ich sag mal, vom Spaß her einfach wieder was anderes. Moritz Neumann, der auch, das ist schon ziemlich cool, oder? Wenn man draußen seinen Namen stehen hat. Das ist eigentlich so ein Lebensziel auch von mir persönlich. Es ist tatsächlich ein leichtes Abenteuer. Also es macht Spaß, es ist aufregend, vor allem am ersten Tag. Man steht davor, man liest es, man überlegt, ob man reingeht oder wieder umgeht und in die andere Richtung läuft. Glücklicherweise. Du hast in die richtige Richtung gegangen. Genau, bist reingegangen. Erklär uns dein Konzept bitte. Mein Konzept fußt eigentlich auf dem, was meine Eltern hier erschaffen haben. Meine Eltern sind seit 42 Jahren Händler und haben nach, lassen Sie mich rechnen, 22 Jahren HiFi-Geschäft aus einem Hobby heraus Wein ins Geschäft mitgenommen und ein Cross-Selling erstellt, was es so zu der Zeit, glaube ich, nicht gab. Hi-Fi und Wein. Hi-Fi und Wein. Das ist eigentlich eine gute Strategie, ne? Schüttest du Wein aus und dann sagst du, hier habe ich noch ein Gerät für 3000 Euro. Genau. Wir machen die Leute betrunken und verkaufen dann das Teure. Nein, es ist eine Leidenschaft gewesen, sowohl das Hi-Fi als oder die Hi-Fi-Geräte als auch der Wein. Und das ist etwas, was meine Eltern nach und nach an mich weitergegeben haben. Wobei ich immer gestehen muss, Hi-Fi, ich bin ein relativer Laie. Ich arbeite mich erst nach und nach an dieses Thema ran. Und mit Wein, mit Genuss, damit wurde ich erzogen. Und das ist einfach das Thema, wo ich gestehen muss. Das macht mir einen Riesenspaß. Es ist eine Leidenschaft, es ist ein Hobby. Und das sieht man, glaube ich, auch hier. Das macht einfach Spaß. Und damit Geld zu verdienen oder damit zu arbeiten, ist einfach toll. Das ist die Handelseite, ne? Und dann hast du, also der Handel kam zuerst und dann habt ihr gesagt, und jetzt muss noch eine Bar dazu. Die Bar kam tatsächlich sehr zufällig dazu. Der vorherige Besitzer wollte nicht mehr, macht das Ganze im kleineren Rahmen weiterhin hier in Wetzlar und ist auf uns zugegangen, weil wir ihm seit einigen Jahren Wein liefern. Und das hat sich dann das eine zum anderen ergeben und so haben wir hier weitergemacht. Also die Idee tatsächlich hatten wir nicht zu dem Zeitpunkt, sondern die Idee war, das Geschäft meiner Eltern zu übernehmen. Und von einem auf den anderen Tag kam die Anfrage. Wir haben eine Nacht drüber geschlafen, haben Ja gesagt. Und haben eine Weinbar gegründet. So kann es gehen. Ein Traum. Vielleicht wird mein Name auch irgendwann mal plötzlich an einem Geschäft hängen. Weil ich denke, ich kann es tatsächlich empfehlen. Moritz macht es ja auch. Und wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, so eine Bar übernimmst du ja nicht, sondern du musst ja auch was investieren, worüber euch ja sicherlich auch Gedanken gemacht habt. Was habt ihr gemacht? Habt ihr auch mit Herrn Dietrich gesprochen? Auch das, der hat uns auch, oder ich sage mal, die Interessengemeinschaft Wetzlar ist ein Verein, der aus den Ladenbesitzern in Wetzlar besteht, in Verbindung mit der Stadt. Und da kommt man natürlich drüber ins Gespräch. Und das hat uns geholfen, auch diese Entscheidung letztendlich im positiven Sinne zu fällen und uns dafür zu entscheiden, um zu sagen, wir wagen das Risiko und gehen diesen Schritt in die Selbstständigkeit mit was ich zumindest persönlich nicht gelernt habe, meine Erfahrungen zwar gesammelt habe, aber doch als Laie auftrete. Und da darf ich meine bessere Hälfte zu nennen. Sie kommt aus der Gastronomie, sie hatte da mehr Erfahrung und hat mir dort einfach den Rücken gestärkt und gesagt, okay, wir wagen das zusammen und starten mal ins Blaue hinein. So,
Besser Hilfe steht da drüben. Aber ich bin ja tatsächlich immer so ein bisschen an den Nähkästchen-Stories interessiert, weil was hat dich denn überrascht an der Gastronomie am Ende, wenn man selber gründet? Man hat ja tatsächlich, glaube ich, immer so ein Idealbild im Kopf, das dann so innerhalb von 2 Wochen auf einmal verschwindet, wenn man mit der Realität konfrontiert ist. Wie war das bei dir? Wo hast du was so auf einmal sehr überrascht? Positiv oder auch negativ? Also im Positiven, dass ich mir meine Arbeitszeiten selbst gestalten kann. Im Negativen, wie lang die Arbeitszeiten manche Tage sind. Nein, ich muss sagen, wir haben ein unheimlich nettes und freundliches Publikum hier in Wetzlar, die uns als Gäste besuchen, die uns teilweise wir sind erst 5 Monate mit der Bar jetzt hier am Standort, die uns trotzdem schon teils als Freunde besuchen. Und das ist was, das gibt Energie zurück. Und das macht auch diese 10, 12, 14 Stunden Tage manchmal, die mit Kochen, mit Vorbereitung, mit Planung ja teils ermüdend sind, aber eben dann auch aufgefangen werden und im Positiven einfach honoriert werden. Was ist deine Vision von diesen beiden Geschäften? Wie willst du sie entwickeln, um sie auch für die Zukunft überlebensfähig zu machen? Ich würde den Leuten gern begreifbar machen, wie gut Kleinigkeiten sein können. Das ist, glaube ich, ähnlich wie beim Jordi. Der zeigt, was er kann, was er für schöne Produkte hat. Das ist das Gleiche wie beim Roman, der mit Herz dahinter steht. Und beim Paul auch, dass wir einfach sagen, wir sind die Marke und wir sind die Kleinigkeiten, die manchmal da sind, um den Unterschied zum Internet auszumachen und zum Großhandel. Wir sind eigentlich diejenigen, die auch mal was zurücknehmen oder was zurückgeben und nicht zwingend immer dem Umsatz hinterherjagen, sondern wirklich eigentlich das Leben, was wir gerade machen.